So, die Party wird fortgesetzt. 12 zu 10, 13 Sekunden bis zur Halbzeit. Da greifen die Schweriner schnell zu, noch 5 Sekunden auf der Uhr. Der Versuch und das war's. 12 zu 10 zur Halbzeit für den SV Post Schwerin. Und die Partie wird fortgesetzt. Zweite Halbzeit, Post Schwerin gegen HCM Porostok A-Jugend. Spielstand 12 zu 10 für Post Schwerin. Und Tor für Post Schwerin. Erzielt durch Hannes Lemke, 13 zu 10. Schönes Kreisanspiel vom HCM Porostok, erfolgreich abgeschossen durch Levin, 13 zu 11. Alex wird mit dem Sprungwurf fehlt sein Ziel und nun der Angriff des HCM Porostok. Über Kühn, Holz. Der Angriff abgebrochen, Holz mit dem Hüpfwurf, der ist drin. 13 zu 12. Zeitspiel angezeigt durch die Unparteiischen. Nochmal Freiwurf für Post Schwerin. Jetzt müssen sie einmal stellen. Und die stellen für Alex Wirth, aber der zieht den Ball am Tor vorbei. So bleibt es beim 13 zu 12. Und der Wurf von halb außen. Scheel verwandelt zum 13 zu 13 für HCM Porostok. Das Abspiel an den Außen funktioniert nicht und auch dieses Abspiel funktioniert nicht. Abgefangen da jetzt abgepfiffen von den Unparteiischen, weil Hannes Lemke noch am Boden lag. Er ist aber inzwischen wieder auf den Beinen und kann das Spiel fortsetzen auf der Außenposition für Post Schwerin. Und auch dieses Anspiel geht schief und der Konter, der Rostocker läuft. Und nun gibt es 2 Minuten
gegen Björn Wenske. Und dann mal eine Überzahlsituation für den HC Empor Rostock. Beim Stand von 13 zu 13. Blendes Anspiel, der Rostocker funktioniert nicht. Und Erik Quetnau hält Posta in der Unterzahl im Spiel, die Außenposition kann nicht verwandeln, scheitert am Torwart. Und im Post im Angriff in Unterzahl. Zeit war angezeigt, der Wurf von Alex wird dementsprechend nötig. Er scheitert am Torwart im Gegenzug. Scheel mit dem Treffer und der Führung für den HC Empor Rostock. 13 zu 14. Post nun wieder komplett. Zwei Minuten Entscheidung jetzt gegen beide Teams. Zum einen Martin Lewis beim HC Empor Rostock und Jan-David Jesse auf Seiten des SV Post Schwerin. Und Alex Wirth, er scheitert erneut an Johnny Hagen. Und so bleibt es bei der Führung für den HC Empor. Und Holt scheitert an Quicknow. Hannes Lemke kann sich da nicht richtig durchsetzen. Es gibt Freiwurf für den SV Post Schwerin. Und da setzt er sich durch. Björn Wenske wieder auf dem Feld. 14 zu 14.